Bundeskanzler Olaf Scholz empfing heute den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin zu seinem Antrittsbesuch und gratulierte ihm herzlich zum neuen Amt. Scholz hob Ruttes Erfahrung und das Vertrauen hervor, das die NATO in seine transatlantische Führung legt. Vor dem Hintergrund des fortdauernden russischen Angriffs auf die Ukraine betonte er Deutschlands Einsatz für die Sicherheit der Allianz, unter anderem durch eine Verdopplung der Verteidigungsausgaben und den Ausbau der Bundeswehr. Scholz würdigte das Bündnis als Grundpfeiler gemeinsamer Sicherheit und blickte auf eine starke Zusammenarbeit sowie auf den kommenden NATO-Gipfel in Den Haag, der in Ruttes Heimat stattfinden wird. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Marc, schon viele Male habe ich dich hier auf diesem Podium willkommen geheißen. Trotzdem ist es heute etwas ganz Besonderes, denn zum ersten Mal und mit großer Freude kann ich dich begrüßen als neuen NATO-Generalsekretär. Also herzlich willkommen. Und natürlich auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Amtsübernahme. Die NATO kann sich sehr glücklich schätzen, in diesen herausfordernden Zeiten einen so erfahrenen Transatlantiker an ihrer Spitze zu haben. Und du kannst dich auf ein spannendes Amt freuen. Wir kennen und mögen uns schon sehr lange. Und ich freue mich auf unsere vertraute und enge Zusammenarbeit, die wir nun auf diese Weise fortsetzen können. Lieber Marc, die Anforderungen an die NATO sind nicht gering. Die Friedensordnung in Europa ist so stark und massiv bedroht wie seit vielen Jahrzehnten nicht. Russland führt nun schon seit mehr als 2,5 Jahren einen erbarmungslosen Angriffskrieg und Eroberungskrieg gegen die Ukraine. Mit immer brutaleren Mitteln verfolgt Russland seine imperialistischen Ziele, hat seine Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt und rüstet massiv auf. All das kann und darf die NATO nicht ignorieren. Das zentrale Versprechen der Allianz heißt, wir werden jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes verteidigen. Das sind wir dem Bündnis schuldig, den Alliierten und vor allem den Bürgern und Bürgern der NATO-Staaten. Sie vertrauen auf uns. Deutschland hat deshalb eigene Soldatinnen und Soldaten bei unserem NATO-Partner Litauen stationiert und stärkt damit die Ostflanke des Bündnisgebiets. Mit 35.000 Männern und Frauen sowie mehr als 200 Schiffen und Flugzeugen beteiligt sich Deutschland im nächsten Jahr auch am sogenannten NATO Force Model. Es sieht vor, dass diese Truppen innerhalb von nur 30 Tagen voll einsatzbereit sind. Das ist unser konkreter Beitrag zur NATO. Grundsätzlich hat die Bundesregierung auf die Veränderung der sicherheitspolitischen Lage entschlossen reagiert. Unsere Verteidigungsausgaben haben wir in den vergangenen 7 Jahren verdoppelt. Erstmal wieder geben wir in diesem Jahr 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Und diesen Weg werden wir in den kommenden Jahren entschlossen weitergehen. Mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro modernisieren wir die Bundeswehr. Wir sind dabei, unsere Streitkräfte in allen Bereichen konsequent zu verstärken. Unser Ziel, das Ziel der Atlantischen Allianz, ist klar: so stark zu sein, dass niemand auch nur auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Die NATO ist und bleibt die Grundlage für unsere gemeinsame Sicherheit, diesseits und jenseits des Atlantiks. Auch 75 Jahre nach ihrer Gründung ist sie Ausdruck der transatlantischen Zusammenarbeit und unserer gemeinsamen Werte von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Die Bürgerinnen und Bürger aller NATO-Staaten profitieren von diesem Bündnis. Dem russischen Machthaber ist es nicht gelungen, die Allianz auseinanderzutreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat dafür gesorgt, dass die NATO noch näher zusammenrückt. Mit Finnland und Schweden haben sich 2 weitere Mitglieder unserem Verteidigungsbündnis angeschlossen. Das Bündnis ist stark und wird es bleiben. Lieber Marc, wir beide sind überzeugt, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO weiter stärken müssen. Europa wird dafür in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen tätigen, um unsere Verteidigungsausgaben zu erhöhen und unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Es geht darum, jeder Bedrohung der Sicherheit in Europa begegnen zu können. In unserem Gespräch haben wir auch über die Ukraine gesprochen. Nach den USA ist Deutschland der weltweit größte Unterstützer der Ukraine und wir werden das fortsetzen. Gerade haben wir, wie im Sommer in Italien, im Kreis der G7 miteinander vereinbart, der Ukraine einen Kredit von 50 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.
Damit kann sie sich weitere Waffen und Rüstungsgüter beschaffen. Das ist ein ganz starkes Signal in Richtung des russischen Präsidenten. Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Es wird endlich Zeit, dass das erkannt wird und dass Russland bereit ist, über ein Ende dieses furchtbaren Kriegs und des sinnlosen Krieges zu sprechen, dem schon Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Lieber Marc, vielen Dank für deinen Antrittsbesuch in Berlin. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser Rolle und auf den NATO-Gipfel im kommenden Jahr in deiner Heimatstadt Den Haag. Herzlichen Dank. Chancellor Scholz. Herr Bundeskanzler. Hier in Berlin heute. And it's always a pleasure. Es ist mir immer eine Freude, hier zu sein. Wir arbeiten als Freunde zusammen. Ich denke noch an meine Zeit als Ministerpräsident der Niederlande. Und ich freue mich darauf, diese gute Zusammenarbeit jetzt auch in meiner Eigenschaft als NATO-Generalsekretär fortzusetzen. Deutschland leistet einen wichtigen Beitrag zu unserer gemeinsamen Sicherheit. Sie erhöhen Ihre Präsenz im östlichen Teil unseres Bündnisses. Sie haben jetzt die Bereitschaft erklärt, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren. Sie sind Teil der Truppen, die den Luftraum über den baltischen Staaten mit überwachen. Und sie werden auch in den nächsten 4 Jahren dazu beitragen, dass man wichtige Handels- und Lieferwege schützt, in die Infrastruktur in der Ostsee investiert. Sie investieren jetzt 2% Ihres Bruttosozialproduktes in das Bündnis, in ihre Verteidigung. Das ist wichtig für Deutschland, aber auch für die NATO. Alle Bündnismitglieder werden noch mehr investieren müssen. Und ich vertraue darauf, dass sie das auch tun werden. Lieber Olaf, das, was wir erreicht haben, verdanken wir auch Ihrer persönlichen, deiner persönlichen Führungsrolle. Die deutsche historische Zeitenwende hat einen großen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit Deutschlands und zur Stärkung des Bündnisses geleistet und sendet gleichzeitig ein deutliches Signal nach Moskau, nämlich dass wir geschlossen unsere demokratischen Werte verteidigen und die regelbasierte internationale Ordnung. Als ehemaliger Ministerpräsident weiß ich, dass es für Regierungen nicht immer leicht ist, Mittel für die nationale Verteidigung und für die Hilfe der Ukraine zuzuweisen. Aber beide sind von entscheidender Bedeutung für unsere kollektive Sicherheit. Deshalb haben wir auch heute über die Fortführung unserer Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Deutschland ist der größte europäische Unterstützer und Beitragleister von militärischer Hilfe an die Ukraine. Jeden Tag leisten Sie einen Beitrag zur Ukraine auf dem Kampffeld. Und Sie leisten auch einen Beitrag zur Ausbildung und Sicherheitsunterstützung der Ukraine. Das NATO-Kommando für die Ukraine ist von integraler Bedeutung für das Paket, das wir beim Washington-Gipfel für die Ukraine verabschiedet haben. Dazu gehört auch die Zusage einer langfristigen Sicherheitsunterstützung und eine Unterstützung der Ukraine auf dem unumkehrbaren Weg auf die Mitgliedschaft in der NATO. Putin wird es nicht bei der Ukraine belassen. Daran müssen wir denken. Er intensiviert seine hybride Kampagne gegen uns alle. Er mischt sich direkt in unsere Demokratien ein, sabotiert unsere Industrien und unsere Wirtschaft. Das Ziel ist immer, uns zu schwächen und zu spalten. Das macht deutlich, dass eine sich verändernde Frontlinie in diesem Krieg nicht mehr nur an der Ukraine langgezogen ist, sondern die Front zieht sich darüber jetzt auch in den baltischen Raum, in den Ostseeraum, in Richtung Europas, an den hohen Norden. Aber die NATO steht bereit, sich zu verteidigen und abschrecken zu wirken. Wir investieren in unsere Fähigkeiten, und zwar in allen Bereichen, zu Land, zu See, im Luftraum, aber auch im Cyberraum. Wir versuchen, unsere Industrieproduktion im Verteidigungsbereich zu erhöhen und zu stärken. Ihre Verteidigungsindustrie, die deutsche Verteidigungsindustrie, leistet einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit Europas und für die Verteidigung der Ukraine. In Bayern haben amerikanisch-europäische Unternehmen mit der Unterstützung der NATO 1.000 Patriot Luftabwehrraketen produziert. Das soll ein Beitrag sein zur Stärkung der Verteidigungsindustrie. Da sehen wir ein praktisches Beispiel und ist wichtig für die transatlantischen Beziehungen. Die deutsche Firma Reitmateriel hat gerade das erste Werk in der Ukraine eröffnet, mit einem zweiten Werk, das demnächst eröffnet werden wird. Und Rheinmetall hat auch ein deutliches
Hochfahrung der Produktion an Munition beschlossen. Wir müssen hier dranbleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass 1 Million Menschen sicher leben können. Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine verstärken. Hier arbeiten wir auch mit der EU zusammen und anderen gleichgesinnten Ländern. Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, noch einmal herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier in Berlin sein darf. Danke für deine Führungsrolle in diesen unsicheren Zeiten und vielen Dank für die entscheidende führende Rolle, die Deutschland hier in der NATO spielt. Vielen Dank. Eine Frage an den NATO-Generalsekretär. Bereitet es Ihnen Sorgen, dass sich mit Deutschland und den USA möglicherweise ab Mitte der Woche zwei bedeutende NATO-Mitgliedstaaten in einer Phase der innenpolitischen Instabilität befinden? Und Herr Bundeskanzler, angesichts der Lage und der Herausforderungen, denen sich Europa gegenüber sieht, halten Sie es für verantwortbar, dass Deutschland kein Bild der Stabilität abgibt? Dankeschön. Of course, I never comment on elections or on the political situation in allied nations. Ich kommentiere die politische Entwicklung in einzelnen Mitgliedstaaten nicht. Ich weiß aber, dass dieser Bundeskanzler und dieses Land zu diesem Zeitpunkt zu den wichtigsten Unterstützern, Truppenstellern der Ukraine zählt und der NATO zählt, sich verpflichtet hat, unsere Verteidigung und Abwehr in der Ostsee und Nordsee zu stärken, einen wichtigen Beitrag leisten zur Bereitstellung neuer Fähigkeiten. Sie haben gerade mit dem Vereinigten Königreich eine Vereinbarung unterzeichnet. Sie arbeiten mit Norwegen zusammen an der Errichtung von regionalen Hubs zur Kontrolle und Überwachung der Unterwasserinfrastruktur. Und Sie engagieren sich im Ostseeraum in den nächsten Jahren. Das sind alles Beispiele für die wichtigen Beitrag, den Ihr Land, Beiträge, die Deutschland leistet. Sie spielen eine führende Rolle in der NATO, was auch immer auf nationaler Ebene geschieht. Dazu kann ich und will ich nichts sagen. Aber ich werde sicherlich mit diesem Kanzler weiter zusammenarbeiten. Wer auch immer Wahlen gewinnt, und das gilt auch für die USA, wir werden mit wem auch immer, der gewählt wird, zusammenarbeiten, ob das Kamala Harris ist oder Donald Trump. Wir werden darauf hinarbeiten, dass das Bündnis geschlossen bleibt. Denn das ist in unserem Interesse hier, aber auch im Interesse der USA. Denn wir wollen ja nicht die Fehler wiederholen, die wir nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben. Nein, wir sind alle Teil dieses Bündnisses und dieser Bemühung. Denn wir wissen, wenn Putin in der Ukraine erfolgreich sein wird, und wir wissen ja, dass Polen da an der Ostflanke des Bündnisses liegt, dann wird das eine direkte Bedrohung werden für diese Ostflanke, damit für das Territorium der NATO. Darum geht es ja auch um den Beitrag der NATO. Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir in ernsten Zeiten die Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen. Es geht um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Es geht um Pragmatismus und nicht um Ideologie. Und das ist das, was gegenwärtig verhandelt wird. Koalitionsregierungen sind ja nicht nur in Deutschland bekannt und manchmal etwas herausfordernd. Aber die Aufgaben stehen und die Regierung ist gewählt im Amt und wird ihre Aufgaben erledigen. Dankeschön. Eine Frage, die sich sowohl an den NATO-Generalsekretär als auch den Bundeskanzler richtet. Es geht nochmal um die Ukraine und die nordkoreanischen Truppen, die dort auf der Seite Russlands mittlerweile aktiv sind und auch mit in die Kämpfe eingreifen. Ich würde Sie gerne beide fragen, ob man angesichts der Tatsache, dass die Ukraine jetzt gegen zwei Länder Krieg führen muss, die Anstrengungen nicht vielleicht doch nochmal erhöhen muss, dem Land zu helfen. Es gibt eigentlich seit Wochen jetzt berichtet, dass die russischen Truppen in der Ostukraine trotz der Hilfe aus dem Westen weiter vorangehen. Und Herr Bundeskanzler, noch mal eine kurze Nachfrage zu der innenpolitischen Situation. Sie haben eben Pragmatismus erwähnt, der nötig ist. Jetzt hat die SPD-Vorsitzende heute Morgen gesagt, dass in dem Lindner-Papier kein einziger Punkt ist, der mit einer sozialdemokratischen Regierung umsetzbar sei. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das auch Ihre Meinung ist oder auf welcher Basis man dann eigentlich mit FDP und Grünen weiter verhandeln sollte. Danke. Well, North Korean troops. Nordkoreanische Truppen, die in Russland zum Einsatz kommen, im Kampf gegen die Ukraine, das ist eine eindeutige Eskalation. Und das bestärkt uns doch in unserer Fokussierung und unserer Entschlossenheit, in dem Bestreben sicherzustellen, dass die Ukraine hat, was sie braucht, um sich zu wehren gegen die Russen
und dazu gehören ja jetzt auch die Nordkoreaner. Deutschland hat jetzt 28 Milliarden an militärischer Unterstützung und Hilfe für die Ukraine bereitgestellt. Mit dieser Summe ist Deutschland der zweitgrößte Beitragszahler zur Unterstützung der Ukraine geworden. Wie gesagt, nur die USA tun mehr. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Verteidigungsproduktion hochgefahren wird. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine obsiegen kann, dass Putin sich nicht durchsetzt in der Ukraine. Und noch zum Nordkorea. Hier arbeiten wir, wie Sie wissen, eng mit den Partnern im Indo-Pazifik zusammen, auch mit Südkorea, Seoul, aber natürlich auch mit Japan, Australien und Neuseeland, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, auch angesichts der neuen Entwicklung alles in unserer Macht Stehende zu unternehmen, um nicht nur den Euro-Atlantik, sondern auch den Indo-Pazifik zu einem sicheren Raum zu machen und zu bewahren. Hier arbeitet ja Russland nicht nur mit Nordkorea zusammen, sondern China liefert auch Dual-Use-Güter. Und wir wissen ja auch, der Iran sich beteiligt und Russland unterstützt in seiner Kriegsanstrengung. Wir fühlen uns dadurch angesprochen, noch mehr zu tun, denn Sie haben voll und ganz recht, wenn Sie sagen, ja, das ist eine sehr ernstzunehmende Entwicklung. Ich unterstreiche, was der Generalsekretär gesagt hat. Es ist wichtig, dass wir der Ukraine jetzt die notwendige Hilfe weiter zur Verfügung stellen. Deutschland hat sich bewährt als ein Partner, der liefert und nicht nur Ankündigungen macht. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn in dieser besonderen Situation manche der Ankündigungen, die bereits gemacht worden sind, jetzt in die Tat umgesetzt werden würden. Das würde schon das Szenario in der Ukraine erheblich zugunsten der Ukraine verbessern, weil sie dann auf die Mittel zurückgreifen kann, sie braucht zur Verteidigung ihres eigenen Landes. Was die Situation in Deutschland betrifft, bestehe ich darauf, dass die Regierung ihre Arbeit zu machen hat und dass Pragmatismus dabei die richtige Maßgabe ist. Wir haben dafür eine Grundlage. Das ist der Koalitionsvertrag. Der ist verhandelt. Wir haben einen Haushaltsentwurf im Sommer auf den Weg gebracht. Jetzt geht es darum, die notwendigen Entscheidungen zu treffen angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch der Notwendigkeit, dem Parlament noch ein paar zusätzliche Vorschläge zu machen für den endgültigen Abschluss des Haushaltes für das nächste Jahr. Und nochmal, mir ist wichtig, dass dabei Wirtschaft und Arbeitsplätze im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Deshalb auch habe ich nicht für die Tribüne, nicht für das Theaterstück, sondern für die Realität das Gespräch noch einmal zusätzlich zu den vielen in der Vergangenheit durchgeführten Diskussionen mit Industrie und Wirtschaft gesucht, um darüber zu reden, was ganz konkret notwendig ist, damit wir in einer schwierigen weltwirtschaftlichen Lage, in einer Lage, die geprägt ist durch die Herausforderungen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine verbunden sind, auch für Energieversorgung, für Preise, für Energiesicherheit, dass wir damit fertig werden können und die Modernisierung unserer Volkswirtschaft gleichzeitig darüber nicht vergessen. Also Aufgaben, die gelöst werden müssen und die gelöst werden können. Und dazu muss man seriös arbeiten. Das ist das, was ich von allen erwarte. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich würde auch noch mal gerne zum Thema Ukraine gefragt. Und zwar hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky jetzt noch mal angesprochen, was den NATO-Beitritt der Ukraine angeht, dass er da Deutschland als Hindernis sieht. Könnten Sie einmal bitte darlegen, warum Sie gegen diese Mitgliedschaftsperspektive für die Ukraine in der NATO jetzt sind oder auch zu einem späteren Zeitpunkt? Was sehen Sie als Alternative, eine neutrale Ukraine möglicherweise oder in welchem Zusammenhang wäre das auch wichtig in den Friedensverhandlungen, die möglicherweise mal mit den BRICS-Staaten, dann auch Russland ja irgendwann mal geführt werden müssten. And the same question also to the NATO Secretary General. What do you think of the demand? Dieselbe Frage an den NATO-Generalsekretär, die Forderung nach einer Mitgliedschaft in der NATO, die die Ukraine geäußert hat. In Vilnius und in Washington, die gut der gegenwärtigen Situation entsprechen. Und ich glaube, da gibt es gegenwärtig keinen neuen Entscheidungsbedarf in dieser Angelegenheit, weil die Situation unverändert die ist, die wir bei diesen Entscheidungsfindungen schon vorgefunden haben. Jetzt geht es darum, ganz praktisch dafür zu sorgen, dass der Ukraine nicht die Waffen ausgehen. Und da ist Deutschland in Europa führend und weltweit vorne dabei, wie Sie eben auch schon wiederholt gehört haben. Das wird auch so bleiben. To add to this, the Russians are Der Gipfel in Washington
hat sich verpflichtet, dass der Pfad auf die Mitgliedschaft hin unumkehrbar ist für die Ukraine. Seit Washington arbeiten wir an dem Kommandozentrum in Wiesbaden, die für Umsetzung der 40 Milliarden Dollar zusagen. Viele Staaten leisten Militärhilfe an die Ukraine und die USA und Deutschland sind die führenden zwei Staaten dabei. Viele Länder haben außerdem bilaterale Sicherheitsabkommen mit der Ukraine abgeschlossen. Zu einer ganzen Reihe von Themen und Bereichen. Alles zusammen bildet diese Brücke zur Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Langfristiger gesehen, ich bin fest davon überzeugt, dass eines Tages die Ukraine Mitglied der NATO sein wird. Nun, der Siegesplan, den hat Präsident Zelensky ja vorgelegt. Das ist auch hilfreich, denn es macht deutlich, die Ukraine machen darin deutlich, wie sie die Schritte sehen. Aber nun als Antwort auf Ihre Frage, wenn Sie sich alles anschauen, was zurzeit passiert, dann sehen Sie, dass wir eine Brücke bauen, in ganz praktischer Art und Weise. Deutschland und die USA, wie gesagt, sind hier in führender Rolle. Vielen Dank.